Übermorgen hat man jetzt die Niederlande vor der Brust. Ja, mit welchen Erwartungen gehst du da jetzt in die Vorbereitung auf dieses Spiel? Ja, wir gehen natürlich mit einem guten Gefühl in das Spiel. Wir werden uns heute intensiv darauf vorbereiten, hatten schon die Gegneranalyse und wissen, was auf uns zukommt. Schweres Spiel, aber wir wollen auch da was mitnehmen, das ist auch klar. War für eine ganz starke Partie gegen Nordmazedonien. Du hast auf deiner ganzen Körpersprache ganz anders gewirkt und diese Rolle als richtiger Führungsspieler. Das ist jetzt hart von nicht. Was ist da passiert? Wie ist das zu erklären? War das einfach diese extreme Motivation, dass dir auf den Punkt, dass alles so aufgegangen ist? Ja, also ich bin gut ins Spiel reingekommen und hatte echt Vorfreude auf das Spiel, war extrem motiviert und wollte einfach das Spiel auf meine Seite ziehen auch und der Mannschaft so ein gutes Gefühl zu geben durch meine Präsenz. Und ich denke, das hat gut funktioniert. Und ja, ich wollte das Spiel mit der Mannschaft zusammen unbedingt gewinnen und das stand ganz oben und deshalb kam das dabei raus. Habe mich auch gut vorbereitet die letzten 10 Tage auf das Spiel und deshalb war extrem Motivation da auf jeden Fall. Du hast doch gegen die Mazedonier näher an deiner Clubposition gespielt als die Länderspiele davor, wo du mehr als Zehner gespielt hast. Jetzt warst du doch ein bisschen weiter hinten, eher so ein Achter. Welche Rolle hat das für dich gespielt in der Partie? Liegt dir das mehr mittlerweile? Ja, natürlich. Also ich spiele jetzt seit 1,5 Jahren circa auf 6 oder 8 bei Leipzig. Und dann ist es auch normal, dass du da deine Abläufe hast und einfach ein gutes Gefühl auf der Position hast. Und ja, ich hatte die letzten Spiele hier oder die letzten Jahre eine andere Rolle. Aber ja, ich denke, Trainer gibt mir Freiheiten und sagt, ich soll in der Offensive variabel sein. Und das war ich in dem Fall. Und auf jeden Fall fühle ich mich in der Rolle wohler. Ja, Marcel, du hast gerade eingangs erwähnt, ihr habt euch mit dem Gegner beschäftigt, Videostudium gemacht. Wie anders wird dieses Spiel werden im Vergleich zum ersten Spiel? Und auch deine Rolle betreffend, du hast es gerade gesagt, du möchtest diese Rolle beibehalten, egal ob du gegen jetzt hast Argentinien, Holland oder Nordmazedonien eben. Ja, uns erwartet vermutlich die gleiche Formation, wie es auch Nordmazedonien gespielt hat, mit einer Fünferkette, 3 Mittelfeld und 2 vorne. Und deshalb wissen wir schon, wo wir unsere Räume vorfinden werden. Aber natürlich wird es ein anderes Spiel, weil sie einfach höher attackieren werden und nicht so ein Abwehrbollwerk aufziehen werden, wie es Nordmazedonien gemacht hat. Von dem her ist es ein anderes Fußballspiel, aber wir werden auch da unsere Lösungen finden, wenn wir unsere Leistung abrufen. Und deshalb, wie ich es vorhin gesagt habe, bereiten wir uns jetzt nochmal gut vor, holen uns ein gutes Gefühl im Training und dann wollen wir bereit sein. So, Marcel, du bist eigentlich ein gelernter Stürmer. Man hat das Gefühl, dass dir das Spielen weitaus wichtiger ist als der persönliche Torerfolg mittlerweile. Ist das irgendwie eine mentale Veränderung? Was ist da passiert? Das heißt immer, früher werden die Stürmer an Toren gezählt, du bist jetzt eher zurückgezogen und man merkt diese Spielfreude an. Taugt dir das Ganze einfach mehr? Ja gut, das merkt man ja bei euch auch, dass ihr viele an Toren oder so messt und gar nicht das Spiel richtig beurteilt. Von dem her ja, ist es oft schwierig, dass man gut wegkommt, wenn man kein Tor macht für euch, aber ich weiß, welche Rolle ich habe und welche Stärken ich der Mannschaft einbringen kann. Und wenn man das mal ja, so anguckt, wie ich spiele, dann sieht man, dass ich mannschaftsdienlich spiele und nicht auf den persönlichen Erfolg aus bin. Und wenn ein Tor oder eine Vorlage dabei rauskommt, ist umso besser natürlich. Als ehemaliger Offensivspieler ist das auch was Wichtiges, logischerweise. Aber so für mich persönlich mache ich auch oft ein gutes Spiel, auch wenn ich nicht wirklich ein Tor gemacht habe, was viele nicht sehen. Aber ja, das ist halt die öffentliche Wahrnehmung, damit muss ich umgehen. Aber ja, so ist das. Ich bin vom holländischen Fernsehen und ich habe eine Frage. Nach dem Spiel gegen Mazedonien habe ich gehört, dass es der erste EM-Sieg von Österreich war. Und ich war überrascht. Wie ist das möglich? Ich meine, war Österreich dann in der Vergangenheit so schlecht oder was ist passiert? Ja, die Zeit hat sich einfach verändert, denke ich. Ich kann ja nur für 2016 jetzt sprechen und da waren wir einfach nicht gut genug. Wir haben nicht unsere Leistung gebracht und von dem her auch verdient ausgeschieden. Und ja, dem wollen wir
in dieser Europameisterschaft aus dem Weg gehen. Wir sind wirklich fokussiert, dass wir noch weitere Siege einfahren können. Aber warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, da bin ich auch ein bisschen überfragt, ganz ehrlich. Frage, wäre es eine Überraschung, wenn Österreich gegen Holland gewinnen würde? Oder wäre es eigentlich gar nicht so überraschend in deinen Augen? Klar wäre es eine Überraschung. Also die sind ja vor uns in der Rangliste und wir haben auch richtig gute Spieler in den Reihen. Aber ja, wir wollen das versuchen. Wir haben das als großes Ziel, dass wir da was mitnehmen. Klar wissen wir auch, dass wir ja, in Amsterdam spielen, wo die viele Fans im Rücken haben werden. Und deshalb ist es nicht einfach. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir was mitnehmen werden. Ich würde ganz gerne noch eine Nachfrage zu deiner Position stellen. Wie war das, als du zum ersten Mal von Julian Nagelsmann quasi damit konfrontiert wurdest, dass er dich auf dieser Position sieht? Wie bist du, war das sehr überraschend für dich? Wie war so deine erste Reaktion damals? Ja, also ich hatte mal ein Gespräch mit ihm ganz am Anfang und da hat er mir schon mitgeteilt, was er so für Vorstellungen mit meiner Spielweise hat. Und es war irgendwie so ein laufender Prozess, den ich durchgegangen bin, denke ich. Es ging immer von Jahr zu Jahr ein bisschen weiter zurück und klar war es erstmal überraschend, als er mich auf alleinige Sechs auch teilweise gestellt hat, aber ich habe mich extrem damit auseinandergesetzt, was ich auf der Position bringen muss und habe mir ja vieles abgeschaut von anderen Spielern oder auch von Videostudien, was wir so hatten, was einfach Prinzipien auf Sechserposition sind. Und von dem her musste ich mich anpassen, das ist ganz klar, weil ich habe ja immer den offensiven Gedanken, aber wenn du dann auf einmal die Verantwortung im zentralen Mittelfeld hast, dann ist es ganz was anderes. Aber ich denke, ich habe mich auf der Position sehr gut entwickelt und sehe das auch als meine Hauptposition.